Es ist wieder Zeit für eine neue Inspiration. Und diese Inspiration ist bares Geld wert. Und ich bin total begeistert. Ich versuche das mir nicht so anmerken zu lassen, weil ich weiß, viele lassen sich zu sehr von meiner Begeisterung anstecken und hören gar nicht mehr darauf, was ich sage, sondern sehen nur mein Lächeln und sagen, ja, das will ich auch, das finde ich gut. Aber es soll wirklich um die Information gehen, dass das sich richtig festsetzt in eurem Gehirn. Zumindest für diejenigen, die da empfänglich sind. Für meine Inspiration. Also, es begab sich auf dem Rainbow, dass wir relativ wie immer wenig Nahrung hatten. Und ein Bauer hat uns dann etwas geschenkt. Und zwar einen Sack voll Erdnüsse und einen Sack voll Sonnenblumenkerne. So, und wer die Preise für Sonnenblumenkerne und Erdnüsse kennt, der wird denken, wow, 25 Kilo waren das für jeweils, da hat der Bauer ja ganz schön tief in die Tasche gegriffen. So, ich kann euch jetzt schon mal unten zwei Links hingeben, zu dem was jetzt folgt, wenn ihr es nicht erwarten könnt. Da könnt ihr euch das Video sparen oder auch nicht. Auf jeden Fall, Sonnenblumenkerne und Erdnüsse, bekommt ihr das Kilo von diesen echt richtig energiereichen Zeugs, bekommt ihr das Kilo für 1 bis 2 Euro. Jetzt hättet ihr denken, ja, wie geht das? Abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum oder sonst was? Nein, nein. Wenn ihr das als Tierfutter kauft, das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Das Tier, wenn das als Tierfutter deklariert ist, dasselbe Produkt, dann ist es um ein Zehntel teilweise billiger als wenn ihr das kauft, wenn irgendein Markenname draufsteht. Und da habe ich natürlich sofort gedacht, das Tierfutter, das ist doch bestimmt nicht für Menschen geeignet, da steht ja Tierfutter drauf. Das sind irgendwelche Buchstaben, die draufstehen, Tierfutter. Ich habe da mal recherchiert und wollte wissen, was ist denn der Unterschied zwischen Tierfutter und Menschenfutter? Recherchiert selber mal. Ich habe lange recherchiert, weil ich jetzt so ein bisschen meine Ernährung auf Tierfutter aufbaue. Da kommen immer nur so Argumente wie, ja ja, das ist für Tiere produziert, da ist die Hygiene nicht so groß oder das ist nicht ganz so rein oder irgendwas ist bla 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 bla. Da ist aber nichts Stichhaltiges und nichts wirklich irgendwie was Fundiertes, warum ich das nicht essen sollte. Das ist nur bla bla bla, was immer weitergegeben wird. Das ist, de facto sind Tiere mit ihrem Instinkt viel empfindlicher darauf, wenn es sich um kontaminierte Nahrung handelt oder um artfremde Nahrung, wo irgendwas zugesetzt ist oder irgendwie behandelt ist. Tiere sind das sehr, sehr sensibel. Menschen, die essen gewürzt alles, ne? Die essen sogar Fleisch, die essen die Menstruation von anderen Lebewesen, Affenhirnen oder die Muttermilch anderer Rassen. Menschen, die können alles essen. Du musst ihnen nur erklären, dass das gut ist, dass Milch ist wichtig für die Knochengesundheit, ne? Und Fleisch macht männlich, ne? Und Affenhirn macht potent oder so. Also Menschen können sich mit ihrem Gehirn selber belügen. Tiere sind nicht so dumm. Tiere vertrauen ihrem Instinkt und essen wirklich nur das, was gute Nahrung ist. Und ja, das ist halt abgesehen von Tieren, die in engem Kontakt mit Menschen wohnen und leben, wie zum Beispiel die domestizierten Tiere wie jetzt Hunde und Katzen. Auf jeden Fall ist es ein weiterer Punkt, bevor ich jetzt zum Resümee schon komme. Die Tiere, also die Nahrung für Tiere, die braucht auch keine sogenannte Schönfärberei oder keine optisches Bleaching, Rounding oder wie auch immer das nennen möchte, wie wir Menschen. Wir brauchen es eigentlich auch nicht, aber es wird gemacht. Ne? Es wird irgendwelchen Käse, wird Beta-Carotin zugesetzt, damit es besser ausschaut. Es wird gebleicht und es wird geschwärzt und es wird Oliven werden geschwärzt und irgendwas wird gebleicht, keine Ahnung. Die Tiere interessieren sich nicht für die Optik, die interessieren sich nur für hochwertige Lebensmittel. Und das heißt, das braucht das alles gar nicht, diese Nachbehandlung, auch enzymatische Behandlung, das braucht das Tierfutter alles gar nicht. Das sind reine natürliche Produkte. Weiterhin, es existiert bei Tiernahrung überhaupt nicht so dieser große Marketingmarkt wie bei der Nahrung für Menschen. Weil Tiere haben an sich kein Geld, sondern werden nur indirekt versorgt. Und beim Menschen kann man direkt rangehen und sagen, hier, das ist das beste Produkt, das und das, also die Manipulationsmechanismen. Ich habe BWL studiert und ich kann sagen, das Marketing von einigen Produkten übertrifft die Kosten für, also die tatsächlichen Kosten für das Produkt oftmals um ein Vielfaches.
Ganz krass ist es bei Parfüms. Da ist es so, dass das die Produktion, die Kosten des Produktes, das sind oft vielleicht 2-3% des gesamten Preises. Der Rest ist Marketing. Auch ein gutes Beispiel ist der Vitamix. Der Vitamix, der ist real so $100, $150 wert. Ich habe euch das mal erklärt, warum das so ist, noch bewiesen anhand der Zolleinfuhr und des Marketings und so weiter. Der Vitamix ist nur durch das Marketing, denken die Leute, das ist der beste Mixer. Das ist mit Sicherheit nicht der beste Mixer. Auf keiner Ebene, bei keinem Vorgang, egal beim Mehl oder bei Bananeneis oder bei sonst was. Es gibt immer einen besseren Mixer. Ich habe das auch getestet schon in diversen Tests. Aber das Marketing, ne, das verdummt die Menschen. Und genauso ist es dann auch bei Erdnüssen. Wenn ich sage, oh Öltje, wow, das sind die besten Erdnüsse. Ne, mit Sicherheit sind das nicht die besten Erdnüsse. So, und weil die besten Erdnüsse sind die naturbelassenen Erdnüsse. Und das ist halt so, ja, das ist so, das war wie so ein Bumm, so eine Erleuchtung, wo ich das so mitbekommen habe beim Rainbow. Das haben wir nicht auch so gegessen und wir haben gemerkt, wow. Super Qualität, schmeckt total gut, tut uns allen gut. Das ist aber Tierfutter und die kostet ein Zehntel teilweise von dem, was man normal bezahlt. Und man kann natürlich auch in großen Packungen das kaufen, was unser eins, gut ich jetzt nicht, weil ich einen Gewerbeschein habe, aber der Mensch, der jetzt keinen Gewerbeschein hat, der nicht zum Metro gehen kann, noch Großpackungen kaufen kann, bei Tierfutter kann er das. Er kann, ich habe euch das unten verlinkt, 25 Kilo Sonnenblumenkerne und 25 Kilo Erdnüsse einfach so kaufen und die halten sich auch lange, wenn man sie entsprechend gut lagert. Zur Lagerung von Obst und Gemüse hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das oben. Genau, und beim Lebensmittelmarkt, da wird sehr viel auch mit Ängsten gearbeitet. Ne? Dann zum Beispiel das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ne? Das ist über Mindesthaltbarkeitsdatum. Ihr müsst ein neues Produkt kaufen. Schmeißt das alte lieber weg. Ja, wunderbar. Wunderbar für den Hersteller. Der verkauft zwei Produkte, obwohl der Konsument nur eins konsumiert, weil er wieder zu viel gelagert hat, weil er wieder Angst hat vor dem Krieg und dass das System und dass hier alles zusammenbricht. Ne? Und auch da so eine Sache. Das spricht alles dafür, dass ihr das mal überdenken solltet. Und für euch in euch reinhört, wie weit das Sinn macht, vielleicht sich eher dem Tierfutter zu nähern, als natürliche Nahrung, als dem Futter, was uns angeboten wird, als Gourmet Deluxe 5 Sterne Erdnuss mit Salsa Dressing oder so. Ne? Tierfutter sind ganz ehrliche Produkte, weil es überhaupt keinen Grund für Manipulation gibt. Die Tiere, die sind, ja, sie sind einfach nicht dumm, so dumm wie wir Menschen, die über ein manipulierbares Gehirn verfügen und sie handeln instinktiv, sie handeln natürlich und ja, deswegen mein Plädoyer für Tierfutter. Wie gesagt, ich habe euch unten verlinkt, ich habe die beiden Produkte auch gekauft, das heißt, das sind einmal Erdnüsse und einmal Sonnenblumenkerne und wie gesagt, die Sonnenblumenkerne, ich glaube 1 Euro das Kilo. Viel Spaß im Supermarkt, um diesen Preis zu finden. Ja, habt ihr noch Ideen, was man als Tierfutter vielleicht kaufen könnte? Habt ihr vielleicht selber auch schon Erfahrungen gemacht mit Tierfutter? Ich erinnere mich noch an die, mir fällt jetzt der Name nicht ein, das sind solche dicken Bohnen, also solche, die hatten ja Karobschoten, genau Karobschoten waren das. Und die habe ich als Karobschoten gekauft. Und irgendwo bei Quinta Shopping oder sowas damals. Ja, und dann hat mir die liebe Ming hat mir auch mal einfach so ein Tütchen mitgebracht als Nagerfutter. Und ja, das hat extrem viel weniger gekostet. Und das Einzige, das waren noch so die Stiele und sowas drin, die boah, hast du da denn ausgespuckt oder so. Aber also war halt so krass. Und da war das erste Mal, wo ich so gedacht habe, wow, echt. Krass. Ja, teilt mir eure Erfahrung mit. Ich hoffe, ihr konntet mit der Inspiration was anfangen. Und wenn ihr das Video gefallen hat, dann ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, vor allem teilt das Video an andere Menschen, dass die Menschen anfangen, bewusster über ihren Konsum nachzudenken und sich nicht für blöd verkaufen lassen. Ich wünsche euch was. Bis morgen.